Und dort waren wir bislang noch überhaupt nicht. Das ist die Wüste Samhain. Welche Abenteuer uns hier erwarten werden, dort sind auf jeden Fall wieder einige verderbte Kristalle. Ich würde sagen, wir machen das jetzt wie beim letzten Mal mit dem Sommergolem, dass wir zuerst mal den Tempel hier stürmen, uns hier mit dem Golem unterhalten, der hoffentlich auch so freundlich ist hier wie der Sommergolem. Und falls er möchte, dass wir hier dann alles in der Umgebung an verderbten Kristallen reinigen, dann machen wir das für ihn. Aber ich glaube, wir sollten die Wüste jetzt noch nicht befreien. Zumindest mal schauen, was sich hier so ergibt, ohne dass wir das tun. Wir kommen ja hier auch gut voran. Und die Umgebung ändert sich ja dann auch plötzlich und unwiderruflich. Hier haben wir auf jeden Fall mal wieder den Boten stehen, also der schafft es hier auch über die Wüste. Wir hören uns an, was er sagt. Ronin, der Bote. Weißt du, ich war auch mal ein Wächter. Tatsächlich habe ich viele der wertvollen Artefakte ausgegraben, die Dagdan für sich behauptet. Wow, echt? Naja, nein, aber ich habe einmal einen alten Schuh auf einer Bank entdeckt, von dem ich glaubte, dass er Lagten gehöre. Das ist doch auch was, oder? Kann ich mein Reiseticket haben? Okay, da hast du. Schüttle bei deiner Abreise deine Kleidung aus. Der Sand hier kommt in jede Falte. Du hast gerade einmal die Schnellreisegenehmigung für Samhain erhalten. Wie immer ins Inventar gucken, ist das auch tatsächlich der Fall. Schnellreisegenehmigung für Samhain, Rechte für blitzschnelles Reisen nach und von Samhain. Und bislang, das ist die erste Bewohnerin mit Ausnahme von Lacten, die wir kennen, und es ist die Händlerin. Mal sehen, die heilige Tafel steht hier. Samhain. Samhain steht als ein Symbol eiserner Willens gegen ruchlose Feinde. Der große Fluch traf die Region von Samhain und zwang viele, dieses Land zu verlassen. Obwohl das Böse nie ganz verschwindet, sollen Heldentaten vorherrschen. Macht bekannt, dass der böse Magier aus Samhain stammt, von der Hexe der Berge. Wir müssen stets die geschwätzigen Bewohner ignorieren, die als die Wächter der Schorl bekannt sind, die ganz offenkundig unsere Geschichte korrumpieren und unserer Zukunft schaden. Du hast gerade eine neue Marksteintafel studiert. Wir haben von in der verbotenen Geschichte von diesem Hexenkult gehört. Das heißt, die stammen hier ursprünglich aus dieser Region hier. Da unten geht's auf jeden Fall tief runter. Wir haben hier Gerippe. Da liegt was drinnen, ein seltener Kristall. Mitten vor uns, Untersuchung eines Experten, neues Ziel, offizielle Kristallsammlerin. Aber ich glaube, das war nur eine Aktualisierung der Lage. Wir lassen uns mal hier runterfallen. Das hat wehgetan. Kommen eventuell da hoch. Sind hier so dazwischen gesteckt. Da ist eine Truhe. Mit dem Inhalt von 150 Münzen, die jetzt uns gehören. Und da unten gibt es einen Kaktus zu bestaunen. Bleiben wir hier so ein bisschen oben. Sehr schön. Hier haben wir unsere besten Freunde in einem Sammlerhaus zusammen. Weiterhin kommen wir eigentlich gut mit unseren Fähigkeiten klar. Also wir haben jede Menge Münzen. Die will er natürlich am ehesten haben. Wir nehmen uns die Kanne hier bei Ihnen, eine Sepal-Tee-Kanne für uns. Und wir sind hier wieder hier um eins weiter angestiegen. Da können wir doch sicherlich auch irgendwas machen, aber wir können immer noch nicht klettern. Und da oben liegt auch so ein komischer Kristall, also bleibt uns nichts anderes übrig, als mit unseren Fähigkeiten zu wachsen. Bis auf die Händler hier gibt es nichts und die sind schwer zu erreichen. So, das war die Sandschlittenfahrt, die Lacton uns versprochen hat. Hier leben stinkende Pilze. Boxen wir den Weichen aus. Rasieren hier das ganze Feld durch. Da spurten wir uns zu dir hin.
Okay, der hat's doch überstanden. Die meisten Pilze wollten nur einmal geschlagen werden. Hat hier nochmal zwei kleine auf uns gehetzt. So, hier ist alles zugewachsen, also bis wir die richtige Fähigkeit finden. Das scheint geholfen zu haben. Das ist Sommer. Also der Sommerkristall sorgt hier dafür, dass Wasser entsteht. Wir sind auf der anderen Seite der Wüste wieder rausgekommen. Der Stinkepilz macht auf jeden Fall hier Probleme. Schauen wir mal, ich löse mal auf. Jetzt sind wir wieder damit verbunden. Was passiert bei Herbst? Da ist ein Turm. Herbst macht auch, dass wir hier tauchen können. Damit kommen wir sogar richtig hoch. Also die Wüste hier ist ein Zuckerschlecken damit. Wir können sogar Wasser mittendrin entstehen lassen. Ich würde sagen, wir lassen es mal hier auf einen Versuch ankommen. Ich bin mir doch ziemlich sicher, da ist so ein lila Kristall. Der macht unsere Magie weg, also wie befürchtet. Ich würde sagen, wir machen das mal stapelnd wie damals hier mit Winterkristallen. Und guck mal, wir kommen hier richtig weit hoch. Wir sind jetzt schon auf Augenhöhe hier mit dem Turm. Ein legendärer Schlüssel. Wir haben unseren allerersten gefunden. Neue Quest, uraltes Geschenk, himmlische Belohnung. Finde den ersten, den zweiten und den dritten legendären Schlüssel. Man wird nicht behaupten, wo wir die finden. Müssen wir alles selber entdecken. Das ist ein legendärer Schlüssel an Trifos. Er wirkt bescheiden, aber in der Kuppel der Jahreszeiten wirst du froh sein, diesen Schlüssel zu... Und wir werden nie erfahren, wie dieser Satz zu Ende geht.